Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem weiteren Project Zomboid Baututorial. Wir befinden uns nach wie vor im Muldraw an unserem wunderschönen Standort bei unserer tollen Base, die wir bisher gebaut haben in den letzten Folgen. Und heute geht es mir mal um einen Wall, eine Palisade, einen Zaun, einen Holzzaun, der jetzt hier so rübergehen soll. Hier soll ein Holztor hin, ein großes Doppeltor, und das ist heute das Ziel. Was brauchen wir aber alles dafür? Man kann ja hier, wenn man Rechtsklick auf den Boden macht und auf Bauen geht, hat man hier verschiedenste Zäune natürlich, aber die meine ich gar nicht. Man kann ja auch Barrikaden aus Sand und Kies herstellen. Mir geht es um Wände aus Baumstämmen. Also wenn man hier oben auf Wände geht und dann Wand aus Baumstämmen wählt, die brauchen 4 Baumstämme und jeweils immer 4 Stofffetzen. Also ihr braucht viele, viele, viele Stofffetzen auf jeden Fall. Es benötigt aber kein Tischlereilevel, wie ihr gerade gesehen habt. Was aber ein Tischlereilevel benötigt, ist, wenn ihr dann die Doppeltür bauen wollt. Die Doppeltür benötigt den Tischlereiskill von 6 mindestens. Ihr könnt natürlich auch eine einfache Tür bauen, aber wenn ihr mit Autos dann auch durchfahren wollt, wäre natürlich eine Doppeltür ideal. Ansonsten gibt es natürlich aber auch weitere Mods, die das Ganze von den Barrikaden her verändern. Man könnte jetzt hier beispielsweise mal die Barricades Mod nehmen. Da hat man hier unten dann noch eine weitere Auswahl und hat dann hier noch verschiedene Barrikadenmöglichkeiten, die ein bisschen apokalyptischer aussehen, also wie Sachen, die zusammengestellt wurden, höhere und niedrigere, und die brauchen dann auch Bretter und Tischlerei jeweils. Also viele, viele Bretter brauchen die allerdings auch. Das ist auch nochmal eine Mod-Option. Ansonsten, was ich euch empfehle, es gibt jetzt seit Juli, habe ich auch in den besten Mods von Juli drin, gibt es eine neue Mod, die nennt sich Show Wall Health, und dann kann man auch nochmal eine weitere Mod zum Reparieren mitbringen oder mit sich runterladen. Wenn man jetzt hier Rechtsklick auf die Tür macht, habe ich jetzt hier Check Status. Und dann kann man jetzt hier sehen, wie viel HP die Tür noch hat. Die hat jetzt hier 350 von 500, da haben schon mal ein paar Zombies angeklopft. Aber das ist, denke ich, ganz sinnvoll, vor allem auch mit dem Reparieren. Und was jetzt ganz neu rausgekommen ist, ist die Automatic Gate Motors Mod. Und mit dieser Mod könnt ihr dann eure Türen automatisch quasi per Fernsteuerung öffnen und schließen. Da muss man vorher nochmal ein Rezept finden, bevor man das Ganze craften kann. Aber diese Mod ist auch sehr zu empfehlen. Die ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen. Aber wir beginnen jetzt hier einfach mal mit unserem Wall, beziehungsweise unseren Wänden aus Baumstämmen. Und fangen mal hier vorne an. Wie gesagt, ich habe erstmal alles mit. Ich habe hier ganz viele Stofffetzen und habe mir auch nochmal Seile mitgenommen. Insgesamt 4 Stück, damit ich hier auch die Baumstämme hier jetzt einfach nehmen kann. Heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich die Seile habe, 4 Baumstämme stapeln. Und habe dann jetzt hier einfach einen Stapel mit Baumstämmen, den ich mir hier ganz easy aufnehmen kann. Es geht alles viel, viel schneller. Und wir können sogar 4 Baumstämme aufnehmen. Passt immer schön auf, das ist alles sehr schwer. Aber dann könnt ihr euch die hier hinstellen. Könnt den Stapel quasi entstapeln. Und habt jetzt hier eure ersten 4 Baumstämme direkt in der Nähe. Und könnt direkt mit Craften beginnen, beziehungsweise mit der Herstellung. Das geht dann auch ganz easy. Man klippt sich hier quasi so weiter. Und das ziehen wir uns jetzt hier mal bis vorne hier erstmal hin. Es ist auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ihr seht, wir sind jetzt fast im 4. Monat. 3 Monate, 26 Tage, 6 Stunden. 2484 Zombies haben wir getötet. Und ich werde sehr bald auch ein Video hochladen, wo ich die ersten 4 Monate zusammenfasse und man so ein bisschen die Highlights aus den Tagen sieht. Da bin ich gerade dran. Aber das ist ein bisschen aufwendiger. Nice. Haben wir plus 1 Stärke und sind jetzt hier komplett oben.
Ich glaube, wir müssen erstmal ein Päuschen machen. Wir sind schon ganz schön erschöpft langsam. Machen wir morgen weiter. So, jetzt sind wir schon mal bis zur Straße gekommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Doppeltor machen. Dafür zersäge ich mir jetzt noch die Baumstämme erstmal. Denn wir benötigen ja für eine Doppeltür 12 Bretter. Die Türklinken und Türangeln muss ich gleich nochmal besorgen. Okay, dann machen wir das halt so. Zack. So, dann haben wir jetzt hier unsere Doppeltür. Ist ein bisschen verschoben, warum auch immer. Aber damit kann ich umgehen. Also, es gibt immer so ein paar Probleme scheinbar hier noch. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das mit der Doppeltür hatte ich so jetzt noch nicht. Sehr schön. Und damit haben wir uns schön wehgetan. Eieiei, schön am rechten Schienbein gekratzt. Weil wir am Baum vorbei sind. Naja, gehört dazu. Bäume sind meine größten Gegner bisher. Wir fassen das Ganze jetzt einfach nochmal schnell zusammen. Guten Morgen allerseits. Der November windet. Und es ist ordentlich frisch geworden, aber wir haben jetzt hier einen schönen Zaun gezogen, beziehungsweise eine Wand, um genau zu sein, die Wand aus Baumstämmen. Haben hier jetzt eine Doppeltür. Die Doppeltür benötigt 12 Bretter, 12 Nägel, 2 Türklinken, 4 Türangeln. Dann kriegt ihr so eine Tür. Die war ein bisschen schwierig bei mir zu setzen, deswegen musste ich hier nochmal was wegnehmen und deswegen ist er auch hier so versetzt und nicht ganz auf der Straße. Wenn ihr wisst, woran es lag, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, um das hier auch nochmal so zu sehen, die Wand aus Baumstämmen hat quasi jetzt 1000 HP Gesundheit. Heißt, die hält ein bisschen mehr als so eine Tür jetzt hier aus, die nur 350 hat. Die standardmäßige und die Doppeltür hat 500. Und da schauen wir mal, ob wir irgendwann in Zukunft auch mal die andere Mod nutzen können, dass wir automatisch auch die Türen öffnen können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ansonsten werde ich natürlich mich noch bemühen, in Zukunft hier noch einen Zaun zu ziehen. Ich nehme an, ich werde ihn ja, sehr wahrscheinlich vielleicht irgendwie hier so lang ziehen nochmal. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das mache. Wenn ihr eine Idee habt, sagt gern Bescheid, aber das werde ich hier irgendwie noch ein bisschen mit einzäunen. Wir werden hier noch mit den anderen Barrikaden arbeiten, auch wieder eine Mod. Das möchte ich mir hier gerne mal anschauen, wenn ich mir hier auch den Ofen ziehe. Vielleicht zäumen wir auch ein bisschen den Parkplatz hier oben mit ein. Aber sobald hier der LKW umgeparkt wurde, werde ich hier noch einen Ofen draußen ranstellen, den wir auch quasi noch machen können, diesen Ofen hier über die Nukas Recycling Mod. Und dann nimmt das ja alles immer mehr Form an, aber der Winter naht natürlich auch. Also ich denke, da werden wir natürlich auch ein bisschen weiter bauen, vielleicht noch mehr innen, je nachdem, wie warm es ist. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, diese Folge, und lasst mir natürlich gerne wieder ein Like da, wenn euch die Folge auch gefallen hat. Ist gut für den Algorithmus. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt, und abonniert natürlich auch den Kanal, wenn ihr weitere Project Zomboid Videos sehen möchtet. Wir haben ganz, ganz viele Tutorials und Gameplay Videos für euch auf dem Kanal bisher vorbereitet. In diesem Sinne, macht's gut. Ich hab euch lieb.